Die Anfänge von Europas größter und noch am besten erhaltenen Burganlage gehen auf das Jahr 1077 zurück. Vom Kloster Nonnberg aus wurde vor rund 500 Jahren ein Lastenaufzug angelegt. Die Trasse des sogenannten Reißzuges führt durch die Befestigungsanlagen und endet im Burghof. Rasch und bequem können die Besucher heute mit der Festungsbahn auf die Burg gelangen. Der Blick auf Salzburg aus der Vogelschau bietet viele reizvolle Perspektiven. Wer den Anstieg zu Fuß wählt, für den heißt es auch heute noch beim Sperrbogen Halt. Hier ist das Eintrittsgeld zu entrichten. Weiter geht es dann durch das Bürgermeistertor und den steilen äußeren Burghof. Nach Erweiterungen im 15. Jahrhundert ließ Erzbischof Leonhard von Keutschach die Festung Hohen Salzburg an der Wende zum 16. Jahrhundert massiv ausbauen. Im Burghof vermeint sich der Besucher in eine mittelalterliche Stadt versetzt. Die Gebäude ringsum und die spätgotische Georgskirche bieten ein harmonisches Ensemble. In die Kirchenwand ist ein Marmordenkmal für Erzbischof Leonhard von Keutschach eingelassen. Der Burghof wird heutzutage vielseitig genutzt. Einmal im Jahr bildet er die traumhafte Kulisse für eine farbenprächtige Prozession zu Ehren des heiligen Georg. In den Sommermonaten finden hier Theateraufführungen statt. Beim großen Mittelalterfest sorgt eine Vielzahl faszinierender und amüsanter Darbietungen für Erlebnis pur. Von Musik und Gaukelei über historisches Handwerk bis hin zu spektakulären Fechtvorführungen reicht die Palette der Attraktionen. Im Juli und August wandelt sich die Festung zum schönsten Atelier der Welt. In das frühere Wirtschaftsgebäude ziehen Klassen der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst ein. Von der Kurenburgpastei aus eröffnet sich ein eindrucksvoller Blick auf die Stadt Salzburg und auf die mächtigen Außenmauern der Festung. Zu sehen ist hier auch der Holzverschlag, hinter dem sich eine der größten Besonderheiten der Festung verbirgt. Der Salzburger Stier, eines der wertvollsten historischen Musikinstrumente der Welt. Seinen Namen verdankt das 500 Jahre alte Hornwerk den laut tönenden Anfangs- und Endakkorden. Das schlichte Äußere der St. Georgskirche lässt gar nicht vermuten, wie großzügig das Innere ausgestattet ist. Marmorreliefs mit den Darstellungen der Apostel zieren die Wände. Zu besichtigen ist auch die ursprüngliche romanische Burgkapelle mit ihren Freskenfragmenten. Bei Kerzenschein wirkt die Kirche besonders feierlich und märchenhaft. Dieses stimmungsvolle Ambiente eignet sich gut dafür, dem schönsten Tag im Leben eine ganz besondere Note zu verleihen. Höhepunkt einer jeden Festungsbesichtigung ist der Besuch der Fürstenzimmer im inneren Schloss, dem sogenannten Hohen Stock.
Im Jahre 1501 wurden die Räume prunkvoll ausgestattet. Sie gehören zu den schönsten gotischen Profanräumen Europas. Blickfang in der goldenen Stube ist ein bunt glasierter Kachelofen, ein Meisterwerk der Hafnerkunst. Auch die Wände, Decken, Bänke und Türstürze sind überaus reich mit Schnitzwerk dekoriert. An die Stube schließen sich eine Bibliothekskammer und das Schlafzimmer an. Beide sind ebenfalls aufwendig ausgeschmückt. Hinter einer Holztüre hat sich auch noch die mittelalterliche Toilettenanlage erhalten. Abends bietet das größte der Fürstenzimmer, der Goldene Saal, den prächtigen und einzigartigen Rahmen für Kammermusikkonzerte. Wie ein Sternenhimmel schimmern die zahllosen Goldknöpfe an der Decke. Bei einem Rundgang durch die Festung ist auch der Reckturm zu besichtigen, wo Folterinstrumente an frühere, dunkle Zeiten erinnern. Das Festungsmuseum präsentiert Zeugnisse der Burggeschichte und ermöglicht Einblicke in das Leben und Wohnen auf Burgen sowie in die Tradition der Militärmusik. Eine stimmungsvolle Filmdokumentation über die Festung, das Salzburger Marionettenmuseum und das Rheiner Regimentsmuseum runden das reichhaltige Besucherangebot ab. Für Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen werden spezielle museumspädagogische Programme angeboten, die den jungen Besuchern das Leben im Mittelalter nahebringen sollen. Auf der Festung Hohensalzburg ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In schattigen Gastgärten kann man das kulinarische Angebot und die herrliche Aussicht auf die nahen Berge genießen. Zwei renommierte Gastronomiebetriebe bieten Platz für Veranstaltungen von 10 bis 300 Personen. Klassisch elegante Restauranträumlichkeiten, heimelige Zirbenstube oder gotisches Tonnengewölbe geben den perfekten Rahmen für Events aller Art ab. Wenn sich das Jahr zu Ende neigt und die stille Zeit beginnt, wird es auf der Festung richtig romantisch. An den Wochenenden vor Weihnachten findet im Burghof ein stimmungsvoller Adventmarkt statt. Angeboten werden heimisches Kunsthandwerk und originelle Geschenke. Die Festung Hohensalzburg ist nicht nur einer der mächtigsten und bedeutendsten Wehrbauten in ganz Österreich, sondern stets auch ein attraktives Ausflugsziel. Die Residenz zu Salzburg wurde im 16. Jahrhundert von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau errichtet. Das Gebäude zählt zu den historisch wertvollsten Bauwerken in der Salzburger Altstadt. Von den 180 Räumen und Sälen werden noch heute die 15 Prunkräume der Belle Etage für Repräsentationszwecke des Landes genutzt. Sie können auch für stilvolle Veranstaltungen aller Art angemietet werden.
Ein Rundgang durch die Prunkräume ermöglicht einen Streifzug durch zwei Jahrhunderte Stilgeschichte. Der größte Saal, der Carabinieri-Saal, wurde um 1600 unter Erzbischof Wolf Dietrich erbaut und hat seinen Namen von der Leibgarde des Fürsterzbischofs. Die Deckenfresken stammen von Johann Michael Rottmeier. Der Rittersaal, früher Vorsaal zu den Repräsentations- und Wohnräumen der Landesfürsten, dient heutzutage oft auch als Veranstaltungsort für Konzerte. Im Konferenzsaal trafen einander einst die hochfürstlichen Räte. Die Erzbischöfe erfreuten hier ihre Gäste mit Musikdarbietungen. Auch der junge Wolfgang Amadeus Mozart spielte oft in der Salzburger Residenz. Das heutige Mobiliar kam im 19. Jahrhundert aus Wien nach Salzburg und ist im maria-theresianischen Barockstil gehalten. Die Antecamera war der Vorraum zum Audienzsaal. Hier warteten die Besucher, bis der Landesfürst sie empfing. Wertvolle flämische Tapisserien zeigen Motive der 12 Monate. Der Audienzsaal ist der prunkvollste Saal der Residenz und war Mittelpunkt der fürstlichen Repräsentationsräume. Die Stuckverzierungen der Decke sind teilweise mit Blattgold überzogen. Der Holzboden ist eine kunstvolle Einlegearbeit. Das Arbeitszimmer gehörte zum Privatbereich der Fürsterzbischöfe. Die sogenannte Schöne Galerie entstand um 1710 nach einem Entwurf von Johann Lukas von Hildebrand. Der Thronsaal war früher Schauplatz von Haus- und Hofgesellschaften. Hier hat sich noch die originale Wandbespannung erhalten. Der Weiße Saal wurde Ende des 18. Jahrhunderts klassizistisch stuckiert. Die Prunkräume der Residenz zu Salzburg bergen einzigartige Kunstschätze, die von Glanz und Pracht früherer Zeiten Zeugnis ablegen. Renaissance, Barock und Klassizismus präsentieren sich hier in architektonischer Harmonie. Für Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen gibt es museumspädagogische Programme. Bei einem historischen Kinderfest unter dem Motto »Leben wie ein Fürst« wird den jungen Besuchern ein lebendiger Zugang zur Salzburger Geschichte und zum Leben auf dem Hofe eines Fürsterzbischofs vermittelt. Die Residenz zu Salzburg bietet für verschiedenste Veranstaltungen den passenden Rahmen. Das Gebäude im Herzen der Weltkulturerbestadt ist regelmäßig Schauplatz von politischen Großereignissen und offiziellen Empfängen. Die Räumlichkeiten und der weitläufige Arkadenhof können aber auch für Festveranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Seminare, Tagungen, Dinners, Präsentationen und Incentives angemietet werden. We'll be right back.
Auf einem markanten Felskegel hoch über dem Salzachtal thront die Burg Hohenwerfen. Umgeben von den mächtigen Gebirgsstöcken des Hagen- und Tennengebirges kam diesem Bollwerk seit jeher eine wichtige strategische Funktion zu. Hohenwerfen ist eine Gründung aus dem Jahre 1077. Im Laufe der Geschichte hat sich die Bedeutung von der militärischen Wehranlage zur kunst- und kulturhistorisch interessanten Erlebnisburg für die ganze Familie gewandelt. Wem der Anstieg zu Fuß zu mühsam ist, der kann die Burg in knapp 2 Minuten mit einem Schrägaufzug erreichen. Von Mai bis Oktober ziehen Greifvögel über der Burg ihre Kreise. Seit 1994 ist auf Hohenwerfen der historische Landesfalkenhof beheimatet. Von Berufsfalknern werden dem Publikum Beispiele der klassischen Falknerei vorgeführt und verschiedene europäische Greifvögel präsentiert. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gibt es häufig Sonderprogramme mit historischer Hof- und Jagdmusik und mit fürsterzbischöflicher Jagdgesellschaft. Die Besucher erwarten dabei prächtige Kostüme, die hohe Schule der Falknerei zu Pferde und ein Hauch von Mittelalter. Wer sich nach einer solchen Vorführung noch eingehender informieren will, kann dies auf einem Greifvogel-Lehrpfad oder im ersten österreichischen Falknereimuseum im Wallerturm tun. An mehreren Wochenenden herrscht ein buntes, mittelalterliches Treiben auf der Burg. Für die jüngeren Besucher findet an diesen Tagen ein spezielles Ritterprogramm statt. Und die kleinen und großen Gäste können sich in so mancher Kunst selber erproben. Gezeigt werden auch zahlreiche Schauhandwerke und atemberaubende Fechtszenen. In den sogenannten mystischen Nächten erleben die Gäste nach einem Landsknechtmahl eine gruselig spannende Nachtführung mit abschließender eindrucksvoller Feuershow. Als weiteres Highlight werden auch mystische Märchenwanderungen für Jung und Alt angeboten. Die Baugeschichte der Burg wird in einer musikalisch untermalten Inszenierung mit Lichteffekten im Kasemattengewölbe dokumentiert. Mächtig und imponierend ragt der Glockenturm empor. Hinter seinen dicken Mauern stößt man auf eine besondere Rarität, das alte Uhrwerk der Turmuhr aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Über 60 Stiegen kann man das Dach des Glockenturmes in 714 Meter Höhe erreichen. Mit einer Führung kann unter anderem auch das rekonstruierte Fürstenzimmer mit seiner schönen Zirbenholztäfelung besichtigt werden. Die Burgkapelle auf Hohenwerfen ist dem heiligen Sigismund geweiht. Teile des Baues stammen noch aus romanischer Zeit. Ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt sie im 16. Jahrhundert. Bei Renovierungsarbeiten wurden an der Wand eines Seitenschiffes romanische Fresken freigelegt, die Ritter und Heilige darstellen. Durch einen Gang und über eine Stiege gelangt man in eine der mächtigen Bastionen gleich unterhalb der Kapelle. Bei einem Rundgang darf auch ein Blick auf die Geschichte der Waffen im Zeughaus nicht fehlen.
Im Geschoss darunter informiert eine interaktive Ausstellung über die kulturellen und touristischen Schwerpunkte der Region Tennengebirge. Hohenwerfen bietet den perfekten Rahmen für Veranstaltungen aller Art, egal ob private Feiern, Firmenveranstaltungen oder volkskulturelle Feierlichkeiten. Die Burgschenke lässt für das leibliche Wohl keine Wünsche offen. Besonders beliebt sind die geselligen Ritteressen. Serviert werden deftige Speisen und auch für die stilechte musikalische Begleitung durch Spielleute und Gaukler ist gesorgt. Die Erlebnisburg Hohenwerfen bietet von April bis November ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Ein wahres kunsthistorisches Kleinod ist die Burg Mauterndorf in Salzburgs südlichstem Gau, dem Lungau. Schon von weitem sichtbar beherrscht sie den Eingang des Taurachtales. Die Salzburger Fürsterzbischöfe nutzten die Burg gelegentlich als Sommerresidenz. Hier führte schon in der Römerzeit der Weg über den Radstädter Tauern. Zum Schutz der Besitzungen des Salzburger Domkapitels wurde im 13. Jahrhundert die Burg errichtet. Die mittelalterliche Mautstelle wurde rekonstruiert. Auf Burg Mauterndorf erwartet Jung und Alt heutzutage unter dem Motto Lust aufs Mittelalter eine spannende Zeitreise, auf der sie den Hausherrn, Erzbischof Leonhard von Keutschach und sein Gefolge persönlich kennenlernen können. Bei einem Rundgang durch die Erlebnisausstellung mit eigenem Audioguide erfahren die Besucher interaktiv jede Menge Interessantes und Amüsantes über das Mittelalter. Der 44 Meter hohe Bergfried, der sogenannte Faulturm, wurde als Mittelalter-Erlebnisraum adaptiert. Auf 6 Etagen werden verschiedene Aspekte der früheren Nutzung des Turmes dokumentiert. Er war Verlies und Schatzkammer, Rückzugsort und Notquartier, aber natürlich auch jener Platz, an dem die Speisevorräte gelagert wurden. Glanzstücke im Turm sind die original erhaltene gotische Türmestube und die Schlafstube. In einigen unvergesslichen langen Nächten werden manche der früheren Bewohner wieder lebendig. Sie erzählen von allerlei Kräutern und Tränken oder lesen Rezepte aus alten Kochbüchern vor. Auf dem Ritterspielplatz können sich die jungen Gäste und nicht nur diese so richtig austoben. Jedes Jahr, Anfang Juni, wird auf der Burg und in der Marktgemeinde Mauterndorf ein großes Mittelalterfest gefeiert. Hunderte Mauterndorfer sowie viele professionelle Akteure sorgen dafür, dass sich die Burg und der Markt authentisch im mittelalterlichen Ambiente präsentieren. Die spätgotischen Häuser im Markt und die mittelalterliche Burganlage bilden die ideale Kulisse für diese Veranstaltung. Ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktivitäten zum Mitmachen garantiert einen unvergesslichen Tag für die ganze Familie. Die Burg hat sich zu einem regionalen Kultur- und Veranstaltungszentrum entwickelt. Der Kultursaal eignet sich für Tagungen und Konferenzen mit bis zu 250 Personen. Im Lungauer Landschaftsmuseum im Südturm der Burg kann man viel Informatives und manch Außergewöhnliches über Lungauer Volkskultur und Brauchtum erfahren.
Die Burgkapelle aus dem 14. Jahrhundert enthält einzigartige gotische Wandmalereien und einen gotischen Flügelaltar, der um 1460 entstanden ist. Zum Ausklang eines ereignisreichen Besuches im Burgerlebnis Mautondorf empfiehlt sich ein Besuch in der Burgschenke, wo in gemütlicher Atmosphäre Lungauer Schmankerl oder ein herzhaftes Ritteressen kredenzt werden.